Herzlich willkommen hier beim Autohaus Bunk. Seid ihr unternehmungslustig oder auf Reisen gerne mobil? Dann habe ich das perfekte Auto für euch. Es geht heute nämlich um den Ford Tourneo Connect in der Active-Ausstattung. Und bevor wir jetzt gleich auf unsere Probefahrt gehen, schauen wir uns den Hochdachkombi doch einmal etwas genauer an. Der neue Tourneo hat im Vergleich zu seinem Vorgänger eine deutlich flachere Motorhaube. Dazu sind die Scheinwerfer schmaler geworden und sehen jetzt mit dem LED-Licht richtig dynamisch aus. Den Tourneo bekommt ihr in zwei verschiedenen Größen. Wir haben hier das um 35 cm längere Modell und demnach auch mehr Platz im Innenraum. Am Heck angekommen sehen wir dann auch einige Veränderungen. Die Rückleuchten wurden überarbeitet und optisch mit in die dunkle Heckscheibe integriert. Außerdem ist das dritte Bremslicht schmaler geworden und so diese zweigeteilte Optik, finde ich, macht richtig was her. Der Tourneo-Schriftzug hier unten ist nicht länger nur eine Modellbezeichnung an der Seite, sondern ein ganz klares Designmerkmal direkt unterhalb des Kennzeichens. Ja, und wenn wir schon gerade hier am Kofferraum sind, dann werfen wir noch mal einen Blick ins Ladeabteil. Trotz der dritten Sitzreihe, die man optional dazu bestellen kann, hat man hier schon ohne Umklappen der Sitze 650 Liter Platz. Und das Ganze lässt sich dann stufenweise erweitern auf 1700 oder bis zu 3105 Liter. Hier passt also wirklich alles rein, was das Herz begehrt. So, genug gelabert. Jetzt geht's auf zur Probefahrt. Hier sind ein paar technische Fakten. Den Tourneo gibt es als 6-Gang-Schalter oder als 7-Gang-Automatik mit einer Leistung von 102 bis 122 PS. Wir sind heute mit dem stärkeren 2-Liter Diesel unterwegs. Je nach Motorisierung gibt es einen Front- oder einen Allradantrieb. Unser Fahrzeug hat die höhere Active-Ausstattung mit dem Crossover Body Kit. Das ist erkennbar an der schwarzen Radkastenverkleidung, dem Kühlergrill in Wabenoptik und Stoßfängern im Active-Design. Auf dem Fahrersitz merkt man gar nicht, wie groß das Auto eigentlich ist. Alles ist total modern und auf mich als Fahrer zugeschnitten. Hier auf dem 10 Zoll großen Touchscreen befindet sich das Infotainment-System mit einer Sprachsteuerung und der Smartphone-Anbindung Apple CarPlay oder Android Auto. Dazu gibt es sehr bequeme AGR-Sitze mit einer Heizfunktion. Da kann ich mir eine längere Reise schon vorstellen. Und das Reiseambiente wird dann noch durch ein Panoramadach und durch Klapptische an den Rücklehnen unterstützt. Zusätzlich gibt es für den Fahrer auch noch sämtliche technische Helfer, um die Fahrt so angenehm und sicher wie möglich zu gestalten. Und die Außenfarbe Boundless Blue steht unserem großen Hochdachkombi echt gut. Ein echt praktischer Begleiter im Alltag, auf kleineren Ausflügen in der Freizeit oder auch auf großen Reisen. Eben ein echter Allrounder. Wie findet ihr ihn denn, den neuen Tourneo Connect? Schreibt uns das doch mal hier unten in die Kommentare. Oder noch besser, kommt persönlich beim Autohaus Bunk vorbei und macht eure eigene Probefahrt. Wir freuen uns auf euch.